Was ist denn los? Ist hier wieder Parkshow oder was? Ach Quatsch. Sandbox-Mode, liebe Freunde. Ach Gott, wie sieht das denn aus hier? Ist ja mittlerweile was Grün dazu gekommen. Parkbänke, Lichter, schöne Blumenbeete. Das sieht ja ganz okay aus. Hallo, liebe Freunde, hier zurück zum Sandbox-Mode. Ich bin Sabrilli, ich bin wieder da. Ich muss mich direkt mal entschuldigen. Es kam am Samstag keine neue Folge, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Es kam auch kein Eurotruck. Ich habe es letzte Woche nicht geschafft, irgendwie großartig Hand anzulegen und die Folgen zu rendern und hochzuladen. Deswegen eine kleine Verzögerung, aber ich habe natürlich gebaut, so viel es ging in der Freizeit. Und deswegen kommt einfach jetzt eine Folge. Und dann regulär hoffentlich nächsten Samstag wieder. Es tut mir also sehr, sehr leid. Entschuldigt bitte vielmals, dass am Samstag keine Folge kam. Und ihr wahrscheinlich weinend in der Ecke lag, in Embryonalstellung. Liebe Freunde, ich will's doch auch. Ich will's doch auch, aber es ging nicht. Aber jetzt ist sie da und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Denn ich habe auf jeden Fall schon mal Spaß, denn es geht wieder los hier. Ihr habt es gerade gesehen. Oh Gott, ihr habt wahrscheinlich schon, während ich hier geredet habe und ihr das gerade gesehen habt, dieses Drama, dieses Trauerspiel, was ich da gerade gemacht habe, 20 Mal versucht, das Ding auszuwählen, um als Blueprint speichern zu können. Leute, es ist nicht so einfach. Man wählt es immer aus, irgendwann drückt man die falsche Taste oder drückt irgendwo falsch drauf mit dem Mauszeiger und die ganze Auswahl ist weg. Und dann muss man das nochmal machen. Es ist einfach nur manchmal sehr, sehr, sehr schwierig und langwierig, Dinge auszuwählen und zu kopieren. Worum geht es heute in dieser Folge? In dieser Folge wird dieses Tickethäuschen gebaut und noch hier und da ein bisschen was verschönert. Denn dieses Tickethaus hier, denn es hatte auch irgendjemand mal unter das Video geschrieben, ich soll diese Tickethäuser quasi als Kulisse aufbauen und dahinter dann quasi diese braunen Kästen, wo Büros und so drin sind, bauen. Jein, also dieser linke Eingang hier wird tatsächlich ein einzelnes Gebäude, wo wirklich nur die Tickethäuser drin geplaced sind. Vielleicht ist es in der oberen Etage ja noch ein bisschen Büro. Aber letztlich wird es auf jeden Fall einfach nur ein Tickethaus sein, ein einzelnes. Und auf der anderen Seite vielleicht kommt da noch so ein Kasten dann dahin, wo Bürogebäude drin sind quasi. Schau ich mal. Muss ich mal gucken. Also ich habe ja jetzt keinen großen Plan. Ne? Ich sitze ja nicht hier und weiß schon, wie der gesamte Park aussehen wird. Nee. Ich weiß jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mal, wie hier dieses Haus fertig gebaut wird. Ne? Das ist alles 1+1 quasi. Eins nach dem anderen. Es dauert. Es ist eine Heidenarbeit. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall mal so ein bisschen mich an dem Haus hier versucht, Sachen zu kopieren. Und habe ich erstmal dieses Fachwerk, sagt man ja, ne? Ist das Fachwerk? Ja, das heißt Fachwerk. Das Fachwerk quasi kopiert, das soll ja vorne wie hinten gleich aussehen ungefähr. Natürlich mit ein bisschen Variation. Hier sind natürlich keine Ticket-Schalter, sondern Fenster und eine Tür, wo man reingehen kann. Mensch, Leute, ich kann nicht mal mehr reden hier. Was ist denn los heute? So, das heißt, diese Seite ist jetzt auch einigermaßen schon mal mit Fachwerkhäusern, alter Brilli, ne? Halt echt mal deinen Rand! Du gehst mir am Sack, wie du redest! Streng dich halt mal an! Mann, die Leute, die lieben doch direkt. Die denken sich doch hier, was will dieser Hiopai denn eigentlich von uns? Er baut hier so ein Fuckhaus, so ein Fuck-Ticket-Schalterhaus. Wir wollen Achterbahnen sehen, ja? Tja, Leute, damit kann ich euch tatsächlich gerade nicht dienen. Und dann redet er auch noch so beschissen daher. Mann, ey. Ja, es tut mir leid. Bin nicht ganz auf der Höhe, wie ihr merkt. Auf jeden Fall hier erstmal so ein bisschen Dächlein bauen und so, dass das einigermaßen hier passt. Und das ist echt immer nervig. Diese Dächer, oh, da kriegst du echt das Kotzen. Warum gibt es diese Dächer hier, diese Vordächer, nur in dieser Form und nicht auch für die Giebel quasi? Die muss man immer extra bauen, das nervt mich. Mann, Planet Coaster, echt so ein Rotzspiel manchmal. Nein, bestes Spiel EU. Bestes Spiel der Welt, nicht nur EU. Leute, Entschuldigung. Also, wie gesagt, hier erstmal ein paar Dächer gesetzt und jetzt wollte ich natürlich hier die Seite dieses wunderbaren Hauses natürlich auch ein bisschen verbauen. Das soll ja auch einigermaßen gut aussehen. Hier erstmal quasi den Dachüberstand noch verblockt. Nennt man das verblockt? Ich bin kein Dachdecker. Ich weiß nicht, wie ich es nenne. Ich nenne es verblockt. So. Damit der natürlich, wenn Wind und Wetter herrschen, dass der nicht davonfliegt und Bye-Bye sagt, muss er natürlich auch so ein bisschen verblockt werden.
Und dann natürlich geguckt, wie hier die Abstände waren. Die sollen ja auch auf dieser Seite einigermaßen gleich sein von den Dachbalken. Und ja, da hat der gute Herr Meier auf jeden Fall, Dachdeckermeister, hat auf jeden Fall hier gute Arbeit geleistet. Und da bin ich doch sehr, sehr froh und stolz, dass wir diese Firma mit diesem Dach beauftragen konnten. Ich muss auch mal überlegen, wie wir das machen. Irgendwann will ich den Park ja öffnen quasi, ne, das erste Mal. Wie machen wir das eigentlich? Machen wir ein Riesen-Event oder was? Machen wir ein Riesen-Event hier, Fundibi-Eröffnung. Kommen Zeitungsausschnitte und alles oder was? Ich weiß es nicht. Gott, das wird ja witzig. Das wird ja witzig. Irgendwann wird er auf jeden Fall eröffnet werden. Ich weiß noch nicht wann, wie viele Attraktionen ich zu Anfang haben werde. Keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Das hier verstehe ich auch nicht mit dem Drehen, ne? Ich verstehe es nicht. Da drehst du die wieder um 45 Grad. Quatsch, um 45. Um 180 Grad, diese Holzdinger hier. Dann liegen die einfach höher. Was bilden die Leute sich ein? Die haben die Drehachse einfach falsch gemacht. Die Planet Coaster, Leute. Von den jeweiligen Objekten. Da ist die Achse immer komplett falsch manchmal. Also das, naja. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls kommt hier so ein wunderbarer Balkon dran. Und da, auf diesem Balkon, da kann der gute, ja, wer arbeitet in diesem Haus? Weiß ich nicht. Da arbeiten die Ticketleute unten und oben. Wer arbeitet da oben? Weiß ich nicht. Rolf. Und keiner weiß, was Rolf da oben macht. Aber er ist eingestellt, auf jeden Fall, in den Park. Und macht da oben halt irgendwas. Keiner weiß es. Keiner fragt nach. Nicht mal der Chef quasi, nicht mal Brillibi, fragt nach, was Rolf eigentlich da oben macht. Der sitzt da und arbeitet an irgendetwas. Man weiß nicht an was. Es interessiert auch offensichtlich niemanden. Und er kriegt Gehalt einfach. Und man weiß aber auch nicht, wie Rolf hoch und runter kommt, weil im Haus selber ist keine Treppe. Über den Balkon hat man munkelt, man hat Rolf schon mal über den Balkon gehen sehen. Aber ob er wirklich dann auch über diese Holzdinger dann nach oben geklettert ist, das weiß man nicht genau. Also es gibt Gerüchte. Es gibt Gerüchte über Rolf. Man kann nicht genau sagen, was Sache ist bei Rolf. Es ist ein Mysterium. Ein Mysterium, und ein Mysterium ist gut für einen Park. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Man braucht ein bisschen ja, Mystisches, ein bisschen Verworrenes, ja, geistig verworren. Das zieht die Leute an. Da denken sie sich, boah, in dem Park ist dieser Rolf da oben in diesem Tickethäuschen drin. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht sehen wir ihn ja. Man munkelt auch, dass er einmal im Jahr aus dem Fenster guckt, da oben aus so einem Dachfenster raus. Daher weiß man, also zumindest letztes Mal hat Rolf einen Bart getragen. Mehr weiß man nicht. Frisur sah man nicht. Vielleicht Glatze, vielleicht wunderschöne Haare, vielleicht eine Mütze. Man weiß es halt nicht. Rolf ist eben Rolf. Und Rolf, lassen wir jetzt mal Rolf sein. Genug über Rolf. Jetzt habe ich hier gedacht, die Leute müssen ja, also die Mitarbeiter, zum Beispiel eben Rolf auch. Der muss ja irgendwie in das Haus kommen. Da habe ich hier so einen Weg gelegt. Wir haben einen Weg gelegt, quasi einen wunderschönen Gehweg. Natürlich die Platten immer schön gedreht, dass das nicht immer so gleich aussieht. Ja, absoluter Gehweg-Profi. Ja, das bin ich. Und dann gab es hier natürlich Probleme. Dass das immer aufgeht, ist immer ein Spiel mit dem Feuer. Ja? Hier geht es nämlich jetzt nicht auf. Das heißt, ich habe ja erstmal die wieder gelöscht. Ne, die habe ich kopiert und dann... Warum als Blueprint, weiß ich auch nicht genau. Wahrscheinlich, weil das kein Gebäude war und ich das wieder nicht auswählen konnte. Ja, höchstwahrscheinlich. Und dann hier mal einen gesetzt und dann wieder verschoben. Es ist einfach ein bisschen Arbeit, damit das auch irgendwie gut aussieht. Es soll ja nicht einfach aussehen wie dahingeklatscht, ne? Das ist halt Arbeit. Man muss halt auch mal ein bisschen arbeiten und ein bisschen was in die Hand nehmen. Also, hier habe ich auf jeden Fall so einen kleinen Weg gebaut, wo die Arbeiter quasi dann da reingehen können. Weil die müssen ja irgendwo reinkommen, ne? Die springen ja nicht über die... Wurde ja jetzt gemacht, ne? Übrigens, ein Zaun hier habe ich gerade erstellt. Wunderschöner Zaun. Wurde ja jetzt in dem neuen Update, irgendwann kommt das jetzt. Da springen die Leute von den Shops, die in den Shops arbeiten, quasi über die Theke in den Shop. Die gehen nicht von hinten. Ja, also ist das eigentlich auch obsolet, mein Weg hier. Aber ist ja wurscht. Der Weg ist wunderschön. Wunderschön. Genauso wie dieser Zaun mit der Leiter. Leute, ich habe alle Zäune, habe ich mir durchgeguckt. Es gibt keinen schönen. Ich musste einen selber bauen und der ist auch nicht so schön, wie ich mir vorgestellt habe. Aber er ist auf jeden Fall erstmal ein Zaun. Er ist in Ordnung. Er passt auf jeden Fall zum Stil, den ich momentan fahre, passt er auf jeden Fall.
Dann habe ich das nochmal geändert hier als Gebäude, damit ich das nicht immer wieder als Blueprint auswählen muss und kopieren muss, sondern einfach direkt kopieren kann. Ist einfacher, ja. Mann, oh, mega, Leute. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen Zaun gebaut. Da weiß ich, dass ich da wahrscheinlich auch Zaun hinhaben möchte. Aber auf der anderen Seite habe ich noch nicht angefangen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, auch nicht bis zum Ende, weil ich wusste nicht, bis wohin der Zaun überhaupt geht. So, ja, abwarten. Ja, und hier vorne muss ich auch noch die Beete fertig machen, sehe ich gerade. Entschuldigung, Leute. Ah, muss mal gehen. Muss man mal machen, damit wieder ein bisschen Luft reinkommt, ne? So, dann wollte ich hier natürlich einen kleinen Eingang machen, quasi so ein Tor, was man so aufschiebt. Quasi so, wo die Mitarbeiter durchgehen können. Das ist natürlich kein Zutritt für die Otto-Normal-Besucher hier. Das ist einfach dann auch gesperrt. Da können nur die guten Mitarbeiter durch. Und da habe ich mal geguckt, und was ich da mache, wie ich das mache. Alles ein bisschen blöd, dann habe ich die wieder abgerissen und andere dahin gemacht. Ach Gott, Leute, ihr kennt das. Ihr kennt das, man muss immer so viel ausprobieren. Ja. Ey, übrigens war ich mir dann auch nicht sicher. Ich hatte dann das Ding so gebaut, die Querbalken hier, und habe mir dann gedacht, vielleicht sind die Menschen auch, guck mal, wenn ich das Schild jetzt noch rein, passt ja gar keiner mehr durch. Der knallt ja dann mit dem Kopf dagegen. Was wiederum bedeutete, dass ich es höher gesetzt habe, das Schild dann so reingesetzt habe, die Lampen als quasi Verdeckung dieser Seile, und dann steht da kein Zutritt drauf. So wunderschön ist das geworden. So, dann habe ich den Balkon hier einmal ausgewählt, komplett, damit ich ihn rüberziehe. Auf der anderen Seite soll ja auch ein Balkon sein. Und da soll quasi eigentlich auch das soll alles da sein, was ich eben auch gebaut habe. Das soll ja, wie gesagt, das ist einfach dann. Das ist einfacher, als das nochmal alles neu zu bauen. Ne? Dieses Kopieren, also wer das erfunden hat, Respekt. Wer war, nur eine Frage an euch, wer hat als allererstes irgendwas kopiert? Jetzt nicht irgendwie am Kopierer, sondern auch wegen mir Verhalten oder irgendwas. Was meint ihr? Wer hat als erstes kopiert? Ja? Wer hat als erstes irgendwas kopiert? Das ist die Frage, Leute. Das ist eine schwierige Frage. Wer hat Verhalten klagend? Nehmen wir mal Verhalten raus. Also Verhalten wurde ja immer irgendwie kopiert. Das ist ja ganz klar. Aber sagen wir mal, Steinmensch. Steinzeitmensch A hat in seiner Höhle einen wunderschönen Stein gehabt. Einen spitzen Stein. Und damit konnte der irgendwas machen. Ist ja vollkommen egal. Jedenfalls hat dann der Nachbar, der hat das gesehen und hat es dann kopiert. Der wollte auch so einen Stein haben. Das war wahrscheinlich der erste Kopiervorgang, den es gab. Da wurde dann natürlich direkt in der Steinzeit schon das Patentamt gegründet. Weil kopieren, hier, Leute. Nee. Damit ließ sich ordentlich, und jetzt kommt ein richtiger guter Wort, mit Schotter verdienen. Schotter in der Steinzeit, versteht ihr? Bang! Puh. Wow, really, ey. Wo nimmst du diese spontanen Witze einfach her? Diese total witzigen Witze. Man weiß es nicht. So, dann hier habe ich ein bisschen rumgealbert mit dem Tool. Ein paar Blumen. Mit den Beeten weiß ich noch nicht, ob ich damit hundertprozentig zufrieden bin. Da habe ich einfach erstmal nur Blumen quasi. Ja, für mich sind die erstmal Platzhalter. Die Beete werden vielleicht noch schöner oder so, ich habe keine Ahnung. Denn man kann es auf jeden Fall. Es ist in Ordnung, jetzt aber kein mega hübsches, krasses Beet. Ne? Es ist in Ordnung. In Ordnung ist ja das Neue in Ordnung. Ne? Und es reicht ja, wenn es in Ordnung ist. Und es muss ja nicht alles komplett perfekto sein. Wobei ich das natürlich eigentlich schon möchte. Ein bisschen perfektionistisch bin ich leider auch. Das muss ich leider zugestehen. Mir selber zugeben. Gestehen. So, habe ich hier so ein Loch reingemacht. Wie der Zahnarzt in eure Gebisse. Und dann wollte ich hier so ein bisschen so einen Fluss haben. Ich wollte hier einen Bach. Wollen wir es eher einen Bach nennen, keinen Fluss. Ich habe da nicht verstanden, was er von mir will hier. Ich wollte das nicht so hoch haben, das Wasser. Deswegen habe ich da nochmal neu angefangen, ein bisschen breiter. Es soll kein breiter Megafluss sein, sondern einfach nur quasi eine Quelle, da wo es rauskommt. Und dann halt erstmal ein Bach. Da kann er dann in den Park führen und dann zu einem See oder was. Keine Ahnung, aber es muss ja so ein bisschen realistisch bleiben. Und deswegen habe ich hier auf jeden Fall erstmal einen Bach hingemacht, der neben dem Eingang quasi entspringt. Und dann wollte ich hier eine schöne Brücke drüber machen, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, ach, hättest du das mit der Brücke doch lieber gelassen. So viel Arbeit. Dann habe ich die Dinger, die ein bisschen mal verschoben, weil die sollen so ein bisschen den Rundbogen haben, soll die Brücke. Soll schön aussehen. Soll so eine Brücke sein. Es stimmt, die ist auch nur für die Mitarbeiter, fällt mir da mal gerade auf. Da können die Parkbesucher sollen da gar nicht so drüber gehen. Das ist, da kann man heiraten, sagen wir mal so.
Man kann heiraten auf dieser Brücke. Das ist so eine richtige schöne Knutschbrücke. Da kann man draufgehen und sich küssen oder so. Dafür ist sie da. Und natürlich auch für den Gärtner, um über den Bach zu kommen, ohne nasse Gräten zu kriegen. Das will er nicht. Da hat er mir schon die Hölle heiß gemacht. Bau endlich eine Brücke über den scheiß Bach, du Idiot! Ich watsch hier nicht mehr durch! Hat er gesagt. Na gut, habe ich gesagt. Okay, Freddy macht sich dran und macht eine Brücke. Leute, ich saß echt längere Zeit an dieser Brücke, an vielen Layouts. Aber letztlich blieb mir das Layout hier. Das hat mir am besten gefallen von meinen Brückenversuchen. Und ich wollte auch eigentlich noch ein Dach drüber machen. Habe ich dann auch angefangen. Sah mega scheiße aus, ein Dach darüber zu machen. Habe ich dann wieder weggemacht. Hier gibt's kein Dach. Kein Dach kommt hier drüber, Leute. Tja, sieht blöd aus einfach. Deswegen kein Dach. Ich finde aber an sich so die Brücke eigentlich ganz nett. Es ist halt einfach eine Brücke mal. Warum auch nicht? Ja, man muss denn hier immer Karussell, Achterbahn, muss man nicht. Man kann einfach mal den Brückensimulator spielen und mal eine schöne Brücke bauen. Also warum denn nicht, habe ich mir gedacht. Und das seht ihr jetzt. Tja, und ihr könnt nichts dagegen tun. Wunderbar. Ach, einfach toll. Einfach toll. Einfach mal Brücke gebaut. So, wunderschöne Brücke hier. Kann man machen. Muss man nicht. Kann man aber durchaus. Da habe ich hier so ein paar Platanen hingesetzt. Ob die letztlich auch da bleiben, muss man noch sehen. Das ganze optische Grün und so, das muss man alles nochmal gucken. Ob das so bleibt, wie es denn momentan aussieht. Auf jeden Fall eine ganz nette Brücke hier. Dann habe ich das Haus hier kopiert. Das soll auf der anderen Seite auch sein. Muss man natürlich sehen, dass das einigermaßen gleich gewinkelt ist, damit das auch gut aussieht. Und dann natürlich diese komischen Dächer hier wieder ran. Boah, diese Dächer nerven so derbe rum, ey. Ich hasse die. Ich hasse die wirklich. Und dann gucken wir mal. Ich habe das jetzt erstmal kopiert komplett. Kann aber sein, dass das nur, also dass die Hälfte quasi wieder abgerissen wird, weil ich dann da wirklich Bürogebäude hinmache quasi. Muss ich mal gucken. Muss ich mal gucken. Sehen wir vielleicht in der nächsten Folge. Wobei, nein. Ich tease euch jetzt. Ich spoile und tease gleichzeitig. Ich tease euch, denn in der nächsten Folge, glaube ich, wird das erste Fahrgeschäft kommen. Glaube ich. Bin mir noch nicht sicher, aber ich glaube. Und das wird es natürlich in sich haben. Es wird ein mega krasses Fahrgeschäft. Es wird sowas von schnell, groß, teuer, wunderschön. Ja. Macht euch drauf gefasst. Ach Gott, ich hab Bock. Leute, wir nähern uns dem Ende dieser wunderbaren Folge. Ich habe auch gar nicht gewusst, dass das so lange war. Letztlich, jetzt sind wir wieder Normalspeed quasi. Zeichen, dass der Brilli aufhören soll zu reden. Ich habe gebaut und gebaut und gedacht, reicht doch gar nicht für eine Folge. Tausendfach Geschwindigkeit gemacht und es sind trotzdem wieder 18 Minuten und 55 Sekunden geworden. Die Zeit vergeht wie im Flug, Leute. Ja, auf jeden Fall haben wir wieder was geschafft in dieser Folge, würde ich sagen. Ich hoffe, in der nächsten Folge, die dann regulär am Samstag wiederkommt, bauen wir dann das erste Karussell. Ich hoffe es. Und ich sage bye bye, liebe Freunde. Macht es gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid am Samstag wieder mit dabei. Hier beim Sandbox Mode Planet Coaster Fun Libby. Tschüss, Leute. Macht's gut.